Moin, ist der Bitter, euer Stuckateur. Heute erzähle ich mal ein bisschen mehr. Vielleicht zeige ich noch ein bisschen, wie ich arbeite, weiß ich noch gar nicht. Ich habe ja das Film immer spontan, wenn ich meine Rede was zu erzählen oder zu erzählen. Da tue ich das. Ich bin hier in einer riesen Garage, ja, eine riesen Garage. Die hat, glaube ich, 54 Quadratmeter. Einfach nur ein geiles Teil. Das ist das Haus, wo das angebaut. Da sind zwei Tore. Einfach nur geil. So. Kleiner Rundgang. Ihr seht diesen Stein, ich würde sagen Ytongstein, was weiß ich, nicht Proton, Leichtbeton oder was weiß ich, wie man das nennt. Ich komme jetzt leider nicht drauf. Ich sag mal Ytongstein, jeder weiß, was der Mike gemeint ist. Der ist meistens, ist der weiß, ich habe ihn gelb gestrichen, mit einer Aufbrennsperre, ja. Und da oben ist noch ein Betonsturz drin und ganz oben wurden nochmal die Ytongsteine reingemauert. Wird bis oben hin verputzt. Und dann mache ich an den Balken mache ich einen Gellenschnitt. Ja? Da teile ich einen Gellenschnitt, dann gehe ich nachher, damit da eine Trennung entsteht zwischen Putz- und Holzbalken, weil da immer Bewegung entsteht. Und damit mir da nicht blöd abplatzt oder was weiß ich, kann man später mit Acryl oder was weiß ich was dicht machen. Was gibt's zu sagen? Genau, also den Ytongstein, der saugt ziemlich dem Putz stark das Wasser weg. Gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten, da mit einem Gipsputz drüber zu gehen. Man macht den sehr nass. Man geht da zweimal mit dem Schlauch vorbei. Das heißt, der Stein ist schon mal etwas feucht, saugt dem Putz nicht mehr so schnell das Wasser weg. Aber es kann sein, dass er doch ziemlich viel Wasser saugt. Ne? Dann ist der Putz doch schnell trocken. Deswegen geht man mit einer Aufbrennsperre drüber. Und dann hat der Putz, der da drüber kommt, dann diese Schicht, diese Aufbrennsperre, nimmt dem Putz nicht so stark das Wasser weg. Ja? Nicht so stark. Genau. Da oben habe ich jetzt den Betonsturz nicht mit Betokontakt grundiert, habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich benutze mal wieder mein Lieblingsmaterial, den Rotband Pro. Und der Rotband Pro ist ein Haftputz, der hält auch auf dem Beton. Ja? Und genau, wenn man nämlich jetzt einen Goldband nimmt, Goldband, also auch von Knauf, Goldband, müsste man den Beton mit Betokontakt vorstreichen oder einen Vorspritz machen, bla bla bla, aber es wäre dann so. Genau, weil das kein Haftputz ist. Dann gibt es noch den MP oder den MP Leicht, MP 75, wie von Knauf, der zieht etwas langsamer, bindet der ab, der ist ja für den MP-Maschinenputz, der ist meistens für die Maschine gedacht. Das heißt, der ist so abgestimmt, dass der durch die Putzmaschine durchlaufen kann, damit der unterwegs nicht hart wird und so alles. Ne? Da müsste auch der Beton mit Betokontakt gestrichen werden. Ja? Bei dem Rotband Pro nicht. Ja? Oder Rotband, weil es allgemein ein Haftputz ist. Der hält dann auch auf Beton. Zur Not kann man, wenn man sich unsicher ist, kann man trotzdem grundieren und dann auch mit dem Rotband Pro drüber gehen. Ist auch kein Problem. Ne? Und das ist eine Garage. Hier werde ich jetzt nicht auf den Millimeter genau gerade verputzen. Ne? Ich habe hier diese eine Wand habe ich schon verputzt. Das hält 2-4 Millimeter. Pi mal Daumen, vielleicht nochmal 5-6 Millimeter. Ich ziehe einfach schön ab. Und dann sieht das sauber aus, ja. Da wollte ich mal so ein bisschen was drüber quatschen. Drei verschiedene Putze, wie gesagt, den Rotband Pro oder Rotband, dann halt den Goldband und den MP. Das sind drei verschiedene Putze. Der eine braucht eine Grundierung, der eine nicht. Dieser Stein, wie gesagt, der Ytongstein, ist besser von innen. Geht von innen. Wir reden jetzt von innen, ne? Der braucht eine Aufbrennsperre oder wirklich viel Wasser. Oben den Stein habe ich nicht gestrichen, den werde ich ein bisschen nass machen, ja, damit der auch mir nicht so stark das Wasser wegnimmt vom Putz, weil beim Verarbeiten ist einfach nur scheiße, wenn der Stein dem Putz das Wasser so schnell entzieht, dann riffelt der Putz auf oder keine Ahnung, die Festigkeit geht vom Putz verloren, kannst du mit der Mütze abkehren, das sind alles so Kleinigkeiten, ne?
Und es gibt die verschiedensten Mauerwerke oder Bestandsgeschichten, ob ich jetzt eine Kalksandsteinwand habe, ob ich jetzt eine Ytongwand habe, ob ich jetzt eine Porotonwand habe, was für einen gebrannten Stein oder eine Betonwand habe. Dementsprechend muss ich grundieren vielleicht oder dementsprechend vorbehandeln. Und. Also gibt echt so viel zu beachten, weil manche fragen mich auf diesem Kanal, was mache ich bei dem und dem und dem oder was soll ich da und da machen? Das ist sowas von individuell jedes Mal. Ja, da gibt es kein 0815-Schema. Ja, also ist schwer zu beantworten. Ne? Also ich muss hier einfach nur mal 100 Videos drehen, 50 bis 100 Videos drehen, dass ich mal alle Untergründe habe. Alle Untergründe dementsprechend grundiere, vielleicht, wenn es notwendig ist, ja. Also müsste noch jahrelang mir zugucken. Oder hält er überhaupt was auf dem Untergrund? Brauche ich eine Putzträgerplatte oder muss ich das Ganze entkoppeln? Und. Also es ist nicht so einfach, da ein 0815-Schema euch zu präsentieren. Jedes nicht, ja. Oder wo kommt Gewebe rein, wo mache ich einen Kellenschnitt, wo setze ich besser eine Abschussschiene. Das ist immer individuell. Dann kommt es auch auf der Portemonnaie vom Kunden an, da sät der so billig wie möglich und der andere sät, ich will das Beste vom Besten. Man hat alles. Ja? Also, die Wand ist, demnächst sieht die nicht mehr so aus und vielleicht halte ich zwischendurch die Kamera drauf, wie ich das Ding schön mache. Der Kübel ist schon da, ich mache das jetzt an. Schön Wetter drusse, er wird feuchte Luft hier drinnen. So, aber ist ja Garage. Viele fragen auch immer, kann ich in der Garage das und das machen? Nee, die Garage ist von oben isoliert, voll dick Dämmung drauf. Das ist der Ytongstein, das ist ein Stein, der hat eine gewisse Wärmedämmung. Ich glaube, hier werden sogar noch Heizungen vorgesehen, hier in dem Raum. Ich glaube, hier wird eine Werkstatt, eine Werkbank kommt dahin. Also, es kommt doch immer darauf an, was ist das für ein Raum. Dementsprechend, kann ich den Gipsputz machen in der Garage? Ja, hier ja. Oder muss ich da vielleicht mit einem Kalkzementputz arbeiten? Oder. Also, das ist immer individuell. Ne? Da könnt ihr mich nicht drauf festnageln. Und wisst ihr Bescheid. Gut? Jetzt mache ich das oben ein bisschen nass, damit der oben der Stein nämlich so stark das Wasser wegsaugt. Ganz wichtig, wenn ihr anfangt, einen Kübel anzumischen, also wenn ihr einen Kübel anmischt, der voll ist, macht die Bütt erstmal leer. Also den Kübel erstmal leer, verteilt das erstmal, wo ihr merkt, aha, da ist genug drauf. Nicht abziehen, jetzt auftragen, abziehen und in der Zeit wird das da auch hart. Ja, also bindet ab. Also erstmal Kübel leer machen. Wenn ihr nämlich den Kübel leer habt, ne, und dann habt ihr ein bisschen mehr Zeit, um auf die Wand zu kümmern. Also dann könnt ihr mehr abziehen, besser abziehen und sowas. Okay? Nochmal ein kleiner Tipp von mir. Ich habe ja eben vom Kellenschnitt Abschussschiene erzählt. Hier ist ja der Bestand, das ist ja die Garage gegen das Haus gemauert. Das heißt, da ist kein Verbund mit dem, also ist schon ein Verbund, da wurde irgendwas geschraubt, gedübelt, gemacht und getan. Das wurde ausgeschäumt. Das heißt aber, das Haus ist für sich und das ist für sich. Das heißt, da wird eine Bewegung stattfinden. Das bedeutet, wenn der angezogen hat, mache ich später, hier gehe ich mit der Kelle rein, mache ich einen Kellenschnitt, damit sich das kontrolliert bewegen kann. Ja, wollte ich nur noch mal mit reinschmeißen.
möchte ich euch noch nicht vorenthalten. Ich lege da oben jetzt ein Gewebe rein, die habe ich mir zurechtgeschnitten, die Streifen. Ja? Was zwischen den Balken ist, mache ich immer dann vor Ort, halte das dran, schneide das ab, lege das rein. Trage erstmal Mörtel auf, ganz dünn, und dann decke ich das danach, seht ihr schon da hinten, direkt wieder drüber, frisch in frisch, ja, schon öfters erzählt. So, Chief Yards. So, ich hoffe, man konnte es einigermaßen erkennen, wie ich da oben rumgeturnt bin. Und ja, danach wird er weiterhin abgezogen. Der Mörtel ist ja noch frisch. Wenn ich das komplett leer habe, die Bütt, also alles aufgetragen habe, entstummen. Und dann abziehen, ne? So, ich bin ein bisschen aus der Puste, habt ihr gesehen. Oben hier mit der Leiter, das Gedöns dazwischen. Das sieht jetzt schon ganz anders aus, ne? Im Gegensatz zu vorher, Beton, gelber Stein, was auch immer. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, die Bütt leer, da ist noch so viel drin. Und hört ihr das Klimpern? Das ist der Kasten Bier. Der Kunde hat heute Geburtstag. Ne? Der feiert heute. Da hat jeder heute hier. und dann, jetzt haben wir Zeit, erstmal alles auftragen, die Bütt leer. Und jetzt hat man Zeit, die Wand mit der Schmiege ein bisschen ja, gerade zu machen. Ne? Dann seht ihr bis hinten hin. Und das, was noch übrig bleibt, muss ich gucken, das schmiere ich noch in die Leibung und in den Schlucht rein. Ist das jetzt, reicht das jetzt nicht, muss ich halt nochmal ein Eimerchen anmachen. Ne? Aber so wird das Ganze gemacht. Habt ihr gesehen, Gewebe immer frisch in frisch, nicht das Gewebe einen Tag vorher dran machen. Dann hat das Gewebe nachher auf der Oberfläche keine Verbindung mehr. Ne? Gips ist nachher glatt und dann nochmal mit Gips drüber. Das funktioniert nicht. Frisch in frisch, fertige Oberfläche, Feierabend. Jetzt konnte ich in die Leibung noch den Rest reinschmieren. Und der Kübel ist leer, den mache ich gleich danach direkt sauber, weil ich will ihn ja nochmal benutzen und nicht wegschmeißen. Ne? Und jetzt gehe ich mit dem Schmetterling oder mit dem Flieger oder mit der Schwabbel oder was weiß ich, wie du das nennst. Jetzt gehe ich nochmal die ganzen Sachen schon mal feiner ab und fertig. Ne? Schloss einfach mal die Kamera an. Ne? So, jetzt habt ihr gesehen, dass ich mit dem Schmetterling, mit dem Flieger drüber gegangen bin. Ich werde das auch nicht hier filzen. Ich warte noch einen Moment, dann mache ich das Ganze noch mal ein bisschen nass und glätte das noch mal mit der Kelle, mit der Glättkelle oder mit dem Flieger noch mal nach. Ne? Kübel sauber, Werkzeug sauber und dann mache ich auch den Mörtel da weg vom Boden und die ganze Folie, die ich das, was da abgeklebt haben wir schon auch weg. Aber erst wenn das hart geworden ist, dann kannst du nämlich dann sauber mit dem Cuttermesser sauber einschneiden. Und dann kommt ja sowieso später, wird das gestrichen, dann kommt der Acryl nochmal 3 mm von der Wand weg, Acryl rein. Also kann man dann nochmal, wenn man dann merkt, oh, da ist ein bisschen krumm eingeschnitten, Mensch, du, ey, macht alle nicht die Welle hier, ja? Also schneidet man ein, selbst wenn es nicht hundertprozentig läuft, kann man das später nochmal mit dem Klebeband sauber gerade abkleben, Acryl sauber reinschmieren oder was weiß ich, Acryl sauber ziehen oder wie man das auch nennt, streichen und dann ist das, sieht das alles gerade aus. Ne? Alles dann kein Weltuntergang. Aber im Gegensatz zu heute Morgen sieht das doch mal gut aus. Ne? Ja, und jetzt sieht das übrigens aus wie eins, auch da oben jetzt. Ne? Und dann darf ich aber auch den Kellenschnitt nicht vergessen. Ne? Das mache ich dann nachher so wie hier. Ich habe das jetzt verputzt und da ist der Balken, dann bin ich hier nachher mit der Kelle einfach dran vorbei, damit da wirklich Platz ist, ne, damit der Balken sich bewegen kann und der Putz da nicht wegplatzt, blöd. Ne? Einfach eine saubere Kelle und Feierabend. So, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wie gesagt, ich spüre das ein bisschen nach, so glätte das nach. Das ist Garage, okay? Das ist kein Schlafzimmer oder Wohnzimmer oder sowas, ne? Wisst ihr Bescheid. Jo. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, schönes Wochenende.
jetzt versuche ich mal zu zeigen, den Kellenschnitt. Ja, das versuche ich euch jetzt mal zu zeigen. Das macht man hier. Mal hier rein. Dann trennt man das Ganze, ne? Kann dann später, wenn das gestrichen wird, neu abgeklebt werden und mit Acryl ausgespritzt werden vorher. Das kann man machen, aber da kann es jetzt sich bewegen, das Holz. Moment! Ich kriege jetzt vom Kunden Kaffee, ne? Steht jetzt vor der Tür hier. Nette Leute, überall wo ich Kaffee kriege, sind nette Leute. Wo ich keinen Kaffee kriege, sind keine nette Leute. So, Mensch, sieht man mich nicht, ich kann hier erzählen. Und so, tada, Kellenschnitt. Ist zwar jetzt mit Stuckeisen gemacht worden, aber es wäre das gleiche Prinzip mit der Kelle. So. Und so sieht das dann von unten aus einfach nur. Wie gesagt, das Klebeband ist ja noch dran und verschmutzt, das kommt später ab. Das haben die Eigentümer selber abgeklebt. Und ja, könnt ihr auch selber wieder abmachen. Ich mache nur meine Abdeckung wieder ab. Ne? So sieht das Ganze aus hier. Ne? Okay. Und hier habe ich den Kellenschnitt auch gemacht. Das wird sowieso alles noch gestrichen. Deswegen haben wir da jetzt gar kein Gedöns gemacht hier. Ne? Bis unten hin. Der Kellenschnitt gemacht. Jetzt kann sich das hier bewegen und dann kann da später schön fett Strukturacryl will ich hier nehmen, weil die Struktur bleibt. Und dann haben wir da so ein bisschen grobe Struktur. Da sind so Styroporkügelchen drin. So würde ich das machen und dann streichen. Aber da können die Leute sich ja selber ausdenken. Wir machen das so. Tada! Cause I've been living life right like I can.